Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Modern Warfare 3 Video. Das letzte Event in Modern Warfare 3 ist da, was sich MW3 zurückgespult nennt. Hierfür müssen wir 14 Aufgaben erfüllt haben und als Meisterungsbelohnung bekommen wir dann einen Skin, der sich Butch and Belen Test Jabba nennt. Ja, geiler Name auf jeden Fall. Aber wir können auch sehr coole Tarnungen erspielen. Und wie gesagt, ich erkläre euch jetzt, was wir machen müssen bei den Aufgaben. Ist ja super schnell und super easy gemacht. Und ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus und gerne ein kostenloses Abo lassen, Freunde. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Bevor wir loslegen, möchte ich euch mal einen kurzen Tipp geben. Spielt auf jeden Fall die Playlist Alle Shipments 24/7. Da spielt ihr verschiedene Shipment-Varianten. Dann könnt ihr in 3-4 Runden locker easy die Aufgaben erfüllen. Und noch was, Freunde, einige Aufgaben sind ziemlich leicht, das will ich gar nicht abstreiten, aber es gibt auf jeden Fall auch noch Neueinsteiger, die erst mit MW3 oder so gestartet haben oder vielleicht nicht wissen, was mit den Aufgaben gemeint ist. Für die ist das Video natürlich auch gemacht, damit jeder diese Meisterungsbelohnung bekommen kann. Die erste Aufgabe ist, wie gesagt, super easy. Ihr müsst hier 10 Operator-Abschüsse machen mit einer Nahkampfwaffe, nachdem ihr gesprintet seid. Das heißt, ihr sprintet auf den Gegner zu, dann müsst ihr ja aufhören zu sprinten, weil der Gegner natürlich ja mit der Waffe pieksen möchtet. Und dann macht ihr automatisch ja den Kill nach dem Sprinten. Also ihr müsst 10 Kills machen, nachdem ihr aus dem Sprint gekommen seid mit einer Nahkampfwaffe. Bei der zweiten Aufgabe müssen wir es schaffen, 5x2 Operator-Abschüsse zu machen innerhalb von 15 Sekunden mit einem LMG oder mit einer Pistole. Ich würde euch auf jeden Fall das LMG empfehlen und ihr macht den ersten Kill und ihr müsst innerhalb von 15 Sekunden dann sozusagen den zweiten Kill sozusagen draufgesetzt haben. Also ihr müsst keine Doppelabschüsse machen, sondern einfach nur ja, 2 Kills innerhalb von 15 Sekunden. Ich könnte sogar währenddessen ab und zu mal sterben und dann den Kill danach gemacht haben. Das zählt zum Teil sogar auch. Bei der dritten Aufgabe müssen wir dann 7 Kills machen mit dem Jack Purifier oder mit der Aerosolgranate. Ich kann sie aussprechen, holy shit. Der Jack Purifier ist ein Unterlauf bei Sturmgewehren, Kampfgewehren und so weiter. Das ist wie gesagt dann ein Flammenwerfer. Den müsst ihr dann auch wie gesagt als Flammenwerfer sozusagen nutzen, damit die Kills machen. Ihr könnt aber zusätzlich noch die Aerosolgranate mitnehmen und damit dann auch mal Kills machen. Das heißt, ihr könnt sozusagen die Kills mixen. Das heißt, ihr könnt Kills machen mit der Primärgranate, aber dann auch Kills machen mit dem Jack Purifier Unterlauf. Bei der nächsten Aufgabe müssen wir dann 3 Doppelabschüsse gemacht haben mit dem Speer oder mit dem Vorschlagshammer. Rüstet hierfür auf jeden Fall den Vorschlagshammer aus. Der Speer ist sozusagen die schlechteste Nahkampfwaffe überhaupt. Sehr unmobil und schlägt auch ziemlich langsam zu. Deswegen Vorschlagshammer auf jeden Fall ausrüsten, da könnt ihr auch wesentlich schneller zuschlagen. Dann kommen wir zu einer Aufgabe, die etwas komisch formuliert ist. Wir müssen 7 Doppelabschüsse gemacht haben mit einer MP mit dem Akimbo-Aufsatz. Und soweit ich weiß, ist die Wespe Swarm die einzige MP aus MW2 und MW3, die man per Akimbo-Aufsatz spielen kann. Sonst gibt es keine MP, nur die Wespe Swarm. Also rüstet euch die Wespe Swarm aus mit einem Umbau-Kit, geht dann einfach in Shipment rein und macht damit 7 Doppelabschüsse. Bei der nächsten Aufgabe müsst ihr 15 Kills machen mit einer x-beliebigen Waffe mit einem Schalldämpfer und der Schwarzlichttaschenlampe. Die Schwarzlichttaschenlampe ist eine Ausstattung, die findet ihr wieder bei den Perks. Die sorgt dafür, dass die Fußspuren auf dem Boden sichtbar sind. Und ihr müsst dann halt bei der Mündung einen Schalldämpfer ausrüsten. Wichtig ist, dass das Wort Schalldämpfer drin ist, sonst zählt es oft nicht als ja, Schalldämpfer-Kill. Deswegen irgendeinen Schalldämpfer ausrüsten und damit 15 Kills gemacht haben. Bei der nächsten Aufgabe müsst ihr 7 Sofortabschüsse gemacht haben mit der Armbrust oder mit der Torque 35. Die Armbrust findet ihr wie gesagt bei den DMRs, das ist eine MW2 DMR oder wie gesagt den Torque 35, das ist ein Werfer aus MW3. Und wie gesagt, damit müsst ihr sofort Kills gemacht haben, das heißt also der Gegner muss bei 100 HP sein, also 150 HP, 100% Leben haben und er muss mit einem Schuss, womit der Gegner auch dann getroffen wird von euch, sterben. Das heißt, er darf nicht irgendwie angehittet sein oder so, er muss bei vollem Leben sein, ihr müsst ihn halt mit dem Schuss dann sozusagen instant killen. Ne, dass ihr da Bescheid wisst. Wenn ihr ein Problem haben solltet, geht in Hardcore rein. Aber ich habe das, wie gesagt, innerhalb von, weiß ich nicht, 30, 40 Sekunden gemacht. Die Aufgabe ist wirklich super easy. Bei der nächsten Aufgabe müsst ihr 5 Headshots gemacht haben mit einem LMG, also eine selbsterklärende Aufgabe. Das könnt ihr halt kombinieren mit der Aufgabe, wo ihr 5x2 Kills machen müsst innerhalb von 15 Sekunden. Das heißt, ihr könnt auch mehrere Aufgaben auf einmal stacken. Ihr könnt auch einen Schalldämpfer ausrüsten und die Schwarzlichttaschenlampe ausrüsten. Dann macht ihr sozusagen 3 Challenges auf einmal. Die nächste Aufgabe macht ihr im Grunde automatisch und zwar müsst ihr 10 Nahkampfsiege machen. Das macht ihr im Grunde ja mit der ersten Aufgabe oder wo ihr halt dann mit dem Speer oder mit der Armbrust killen müsst. Das heißt also, ihr müsst einfach nur ja, Kills gemacht haben mit einer Nahkampfwaffe. Die nächste Aufgabe fasse ich mal ganz kurz zusammen. Wir müssen 10 Kills machen mit einem Scharfschützengewehr und währenddessen müssen wir ein Zielfernrohr ausgerüstet haben mit einer extremen Vergrößerung. Ich habe einfach nach links geswiped sozusagen, dann komme ich zum letzten Visier mit einer 13-fachen Vergrößerung. Dann macht ihr einfach 10 Kills und seid damit auch fertig. Nächste Aufgabe ist auch relativ selbsterklärend. Wir müssen 5 Konterdrohnen, Drohnen oder verbesserte Drohnen eingesetzt haben. Ihr könnt, wie gesagt, so das Setup ausrüsten, also mit Drohne, Konterdrohne und Orbi. Das heißt, ihr könnt in einem Leben sozusagen 3 von 5 Streaks schon mal locker fertig machen. Aber selbst wenn ihr nur Drohne und Konterdrohne spielt, dann macht ihr einen Kill mehr und habt dann schon sofort instant die Konterdrohne. Ja, bei der nächsten Aufgabe müssen wir dann 15 Operator-Abschüsse machen mit einer beliebigen Waffe mit Akimbo-Aufsatz. Wie gesagt, mit der WSP Swarm ist das ja verknüpft sozusagen. Das heißt, wir können einfach die WSP Swarm spielen, womit wir auch die Doppelabschüsse machen müssen. Und ja, dann machen wir sozusagen auch hier 2 Aufgaben auf einmal fertig.
Bei der nächsten Aufgabe müssen wir dann 7 Kills machen aus der Hüfte mit dem TYR und mit der Ballistikpistole, sind wieder beides Revolver. Dann am besten bei der Munition die Snackshot-Munition ausrüsten, dann ist das so eine kleine Handshotgun. Dann macht ihr die 7 Kills auch locker in einer Runde fertig. Die letzte Aufgabe ist im Grunde auch dann die anspruchsvollste Aufgabe. Wir müssen 3 Vollstrecker-Kills gemacht haben bei Operatoren. Das heißt, der Gegner muss mit dem Rücken zu uns stehen. Wir müssen dann die R3-Taste betätigen, auf der PlayStation zumindest. Und dann macht er halt diese Animation, wie ihr gerade im Hintergrund gesehen habt. Und wie gesagt, dann könnt ihr ein bisschen mit Rauchwänden arbeiten. Am besten vielleicht noch mit verdeckten Sneakern, dass der Gegner euch nicht hört. Und somit könnt ihr am ehesten Vollstrecker-Kills gemacht haben. Natürlich zählt auch ein bisschen Glück dazu. Und wie gesagt, wenn ihr alle 14 Aufgaben geschafft habt, dann bekommt ihr halt den Skin, den ihr gerade im Hintergrund seht. Und ihr bekommt auch durch das Event ziemlich coole Tarnungen durch die einzelnen Aufgaben. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch ein bisschen geholfen. Lasst gerne eine Bewertung da, gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus und gerne ein kostenloses Abo. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und haut rein. Ciao.